Da kommt schon das Nächste auf euch zu. Kennt ihr das auch so? Manchmal, dass einem der Ärger so langsam so höher steigt und höher, dann steht er schon knapp bei der Nase und dann bei den Ohren. Da möchte man sich so richtig auskotzen, wie das alles so ist zum. Auf der anderen Seite weiß man, ist man dann ja selber irgendwie wieder nicht, will man auch wieder nicht sein und so. Also, ganz besonders, wenn man ein Mädchen ist, eine Hexe, Verzeihung. Hier sind zwei Hexen, Pico und Ina. Und die haben dasselbe Problem. Das steht ihnen so bis zur Nase, aber sie hätten es gerne ein bisschen mit Charme rübergebracht. Und die haben sich echt was einfallen lassen. Und das präsentieren sie euch. Die feierliche Verlesung des gesammelten Ärgers. Bitte einen großen Applaus für Pico und Ina. Raus mit euch. So, aus dem Dunstkreis der Hexen aus Hamburg, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr beide, ja, gehört euch. Go ahead, gib's ihnen. Ah! Da! Da! So ein Mist. So ein Mist. So ein Mist. Da! Schon wieder. Jedes Mal. Jedes einzelne Mal. Boah, Lina, ich ärgere mich. Ja, ich weiß. Gerade eben erst hat mich so ein alter Sack Mädchen genannt. Alter, ich bin 30. Passiert halt. Ah! Boah, ich habe mich heute schon die ganze Zeit geärgert. Worüber meine hast du Füße dich denn geärgert? Weh. Ach, deine Füße. Meine Füße tun weh. Also ich habe mich über den unaufhaltsamen Klimawandel geärgert. Das Essen hier ist ziemlich ballaststoffreich. Ich denke mir immer, die Schere zwischen Arm und Reich klafft weiter auf. Wir haben gar keine Folien. Du möchtest an meinen Hintern? Ich finde es voll ärgerlich, dass das mit Picos Mikrofon nicht so gut klappt. Ich glaube, ich rede zu laut. Oh. Ah. Oh. Bah. Also, wir Hexen, wir Feministinnen, wir ärgern uns ziemlich viel. Den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Manchmal auch abends. Macht hässlich und Frauen sollen ja schön sein. Kann man sich auch wieder drüber ärgern. Also übers Nicht-Schönsein. Übers Schönsein auch. Und übers Schönsein müssen. Also entweder man ist schön, dann ist man nicht ernstzunehmend, weil man sowieso viel zu jung wirkt und junge Frauen sind ja nicht kompetent. Oder man ist halt nicht schön. Wird man auch nicht ernst genommen. Ach. Feminismus ist eine ziemlich ärgerliche Sache. Und wir Hexen haben uns gedacht, wir wollen irgendwie unseren Ärger irgendwo ausdrücken und mit dem umgehen. Aber wir wollen eigentlich nett sein. Ah, wir wollen nett sein. Scheiße. Und wir haben ein ganz nettes Projekt gemacht für die Hexenassembly. Und zwar hat Ina uns einen Anger Exchange Point entworfen. Das ist ein Ort, so eine Wahlkabine, schöner roter Mollton. Jetzt nicht mehr schön. Vor 2 Jahren war es schön. Und man kommt da hin, kann sich hinsetzen, ein Formular nehmen. In verschiedenen Sprachen. In verschiedenen Sprachen, in sehr verschiedenen Sprachen. Und seinen Ärger draufschreiben. Das dann in einen Schlitz reinwerfen, auf die andere Seite gehen und dort fremden Ärger rausnehmen. Und sich dann über was anderes ärgern. Genau. Abwechslung ist wichtig im Leben. Die Reihenfolge dieser Schritte hat sich als relativ komplex herausgestellt. Wir haben die auf einem relativ großen Plakat, das für euch eher klein aussieht, hier mal aufgeschrieben. Aber
ihr könnt euch jetzt drüber ärgern, dass wir keine Folien haben. Das Problem ist, diese Reihenfolge war so komplex, dass nicht alle sie eingehalten haben. Was dazu geführt hat, dass am Ende in dieser Urne, in der Ärger war, den man hätte mitnehmen sollen, sehr viel Ärger übrig geblieben ist. Und was machst du jetzt damit? Wir haben ja als Hexen irgendwie implizit ein Versprechen gegeben, dass dieser Ärger geärgert wird. Und da wir ein hochperformantes Dienstleistungs-Chaos-Treff sind, haben wir beschlossen, wir zerärgern den. Dafür sind Ina und ich sehr kompetent, weil wir uns gut ärgern können und sehr genau wissen, wie man sich ärgert, wozu Ärger da ist und was das mit einem macht. Und da kein Ärger ungeärgert bleiben darf, machen wir das jetzt gemeinsam mit euch. Der übrig gebliebene Ärger. Es ist ein bisschen betrüblich, dass dieses Mal sehr viele Leute diese 6 Schritte bis zum Ende durchgespielt haben. Die haben das ganz durchgespielt, das ganze Level. Den ganzen Ärger durchgespielt. Das heißt, dieser Kongress war relativ wenig ärgerlich. Und wir können uns jetzt darüber ärgern, dass wir wenig Ärger haben. Aber, es gibt ja noch die Q&A. Und für die Q&A haben wir was Spezielles. Wir haben nicht was wirklich Schönes vorbereitet, hier mit buntem Licht. Das seht ihr gleich viel besser, weil es bei euch dunkel ist. Hier sind Ärgerformulare drin. Irgendwo hängt ein Stift, der ist angebunden. Es wäre höchst ärgerlich, wenn. Und wenn ihr euren Ärger nicht formulieren könnt, haben wir ein paar Luftballons. Die passen da nicht wieder rein. Deshalb, das finden wir raus, wie wir die wieder auf die Bühne kriegen. Das heißt, wenn euch jetzt noch ein Ärger einfällt, geben wir den, wir lassen das jetzt wie ein Klingelbeutel durch die Reihen gehen. Ihr schreibt euren Ärger auf die Formulare. Wir haben das auf Deutsch, auf Englisch und auf Tokipona. Das heißt, es sollte für jeden was dabei sein. Schreibt euren Ärger da rein und wir schauen mal, wie viel für die Q&A übrig ist. Die Q&A im Internet, es gibt ja auch solche. Ich glaube, das Internet ist manchmal sehr klug. Internet, du kriegst das hin. Erfreut euch an dem bunten Licht und ärgert euch. So, und jetzt kommen wir zum Hauptteil des Abends. Ärgern. Ärger. Wir hoffen, dass sich alle mitärgern. Es ist nämlich wirklich ärgerlich. Nein? Too much, too loud, too bad music. Ah! Ja! Es gab ja sehr, sehr viele diverse Musik hier. Also ich hab auch ganz viel Musik gehört, die leise genug war. Und also ich fand die teilweise ganz gut. Ah, es verletzt mich, wenn, also man kann hier auch, also eigentlich ist es nicht zum Ankreuzen gedacht, aber Leute kreuzen an und ich finde es in Ordnung, wenn Leute beschließen, dass es ankreuzenswürdig ist, dann kann man das ankreuzen hier. Es verletzt mich, wenn die andere Quotenfrau im Hackspace mich auch nicht ernst nimmt und die Augen verdreht, wenn ich mich überwinde, was zu sagen. Da, das ist echt eine Sache. Liebe Frauen, haltet zusammen. Auch wenn es irgendwie nicht immer ganz stimmt und wenn wir nicht immer ganz übereinstimmen und die eine Geschmacksrichtung vom Feminismus machen die andere. Lasst uns doch einfach zusammen zuerst mal das große Ziel erreichen. Und das können wir voll gut machen, indem wir uns wirklich zusammenschließen und uns gegenseitig unterstützen. Das heißt, haltet zusammen und da! Mach du mal. Ich bin wütend, weil Leute mich mit dem Fernlicht ihrer Fahrzeuge blenden. Oh. Leute über meinen Weg abbiegen. Ich meine, was fällt denen ein?
Leute auf meiner Spur mir entgegenkommen, das ist sehr gefährlich. Das kann ich nicht empfehlen. Oh, da habe ich auch noch einen Kommentar. Und zwar, hier sind ganz viele ohne Licht unterwegs. Das wird teuer. Ich finde es unfair, wenn Männer mit der gleichen Ausbildung und Qualifikation bei Jobs bevorzugt werden. This sucks. PS, ihr seid toll. Nimm den nächsten. Mi pilin ikke mutelani, mi jo e tempo lili lili. Boah, wirklich. Ike. Das finde ich auch. Tempo Ali. I'm frustrated each time when men share opportunities mostly among themselves. Dudes support dudes, leaving females out. Das ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen ein Problem. Eine Community, die annähernd homogen ist, repliziert sich homogen. Es sei denn, sie unternimmt wirklich Anstrengungen, um das zu ändern. Das heißt, wenn ihr sagt, ach ja, wir schauen mal, bis sich Frauen bewerben, die wirklich gut sind. Und es gibt ja viele gute Frauen. Selbst wenn ihr dann nicht diskriminiert, werdet ihr eher homogen bleiben. Das heißt, es braucht eine Gegensteuerung zu dieser Diskriminierung. Nicht einfach nur aufhören oder sogar nur glauben, aufgehört zu haben, zu diskriminieren. Da! Es gibt noch mehr. Society turns... Society forces gender on people. Stop causing so much pain for no reason. Da! Ach, warum auch? Da! Oh, wir können den... Weißt du, was wir machen? Hm? Wir stellen den... Wir trennen hier den Müll. Hierhin, da können wir voller Wut zur Seite werfen und uns dann drüber ärgern. Ein Workshop auf dem Kongress heißt No Satisfaction Without Penetration, weil es lustig ist, als ob es nicht schon genug subtilere Mackerscheiße im Clubumfeld gäbe. Kotz! Da! Da! Mir ist mein Gaffertape entlaufen. Das ist wirklich mies. Gib mir doch mal die Hälfte dann. Hier, Moment. Professionell. Da. Ich finde es symptomatisch, wenn ich an einem Hacker-Workshop eine von zwei FITQs bin. Und erst noch anstatt einen krassen Hacker-Computer den Quetsch-Teaser für unsere Gruppe im Rucksack rumtrage. Oder ist das Quetsch-Taster? Das ist ein Tast. Nee, doch. Toaster? Toaster. Quetsch-Toaster. Puh. Ja, jedenfalls, das ist so, sich drum kümmern, dass das alles so klappt und eben nicht die inhaltliche Arbeit, sondern die Außenrum-Arbeit. Das ist Arbeit, die Frauen ganz oft zuläuft. Und nette Menschen, ja, genau, da vorne gibt es schon den ersten Ärger. Nette Menschen kümmern sich gerne darum, dass es allen Leuten gut geht. Und das ist auch total schön. Aber es ist doof, wenn die geistige Kapazität, da immer drum zu sorgen, dass es allen gut geht, das nimmt einem Kraft für andere Dinge. Und deshalb wäre es total cool. Und da muss der Feminismus mal einfach fordern, dass auch die anderen sich ändern und nicht nur Frauen müssen stärker werden, Frauen müssen aggressiver werden. Dann kriegen wir halt eine voll aggressive Gesellschaft. Das heißt, Männer müssen lieber werden. Bitte. Ich bin als absoluter Newbie hier und habe das Gefühl, dass Menschen wie ich hier kaum mitgedacht werden. Wo sind die How-to-Congress-Führungen, die Absolut-Beginner-Workshops, die niedrigschwelligen Einführungen in... Da kann der Kongress noch lernen, denn ich bin noch extra gekommen, um zu lernen. Oh nein. Ja. So ein Mist. Ja. Ja, das ist speziell schade, oder? Ja, das ist besonders schade. Weil, also... Was machen wir da?
genau, die Sachen gibt es ja alle. Ja. Das ist irgendwie, das Problem ist eher, dass das diese Person nicht erreicht hat. Aber wie können wir das besser erreichen? Weiß nicht. Da müssen wir drüber nachdenken, so als Community. Ihr denkt darüber nach. Genau, ihr denkt darüber nach. Wir machen jetzt was anderes. Zum Beispiel meinem schlechten Englisch folgen. I don't think it's fair that I can speak comfortably with anyone except with girls I like. Ja. Das ist eigentlich, also Menschen, die man besonders gern hat, ja, passiert halt. Aber es ist cool, dass jemand, also ich finde es eigentlich schön, dieses, das ist ja ein Symptom von eigentlich einer super Sache. Deshalb so ja, meh, aber auch, also in dem Moment, in dem ich mit Personen, die ich mag, direkt gemütlich sprechen kann, finde ich die eigentlich nicht so interessant. Das heißt, da ist es eine Person, die Leute interessant finden kann. Aber hey, es ist trotzdem ärgerlich. Was ist denn das für ein Scheiß? Don't believe the anger hype. Ja, wir schon. Da findet jemand unseren Ärger-Exchange-Point schlecht. Ja, wir wollen den ja professionell wegärgern. Genau. Weißt du, nicht, wir glorifizieren ihn nicht, wir ärgern ihn hinfort. Ja, genau. Also wir gehen mit ihm um. Wir nehmen ihn wahr als Gefühl. Als, genau. Nicht als Handlungsgrund. Oh ja. Doch, als Handlungsgrund, aber irgendwie anders. Nur manchmal. I know I'm not the only one who's always annoyed when people use their mic time during Q&A after a talk to make themselves sound smart and not ask actual questions. Also, das ist ja sehr interessant. Haben Sie da über Folgendes schon mal nachgedacht? Also, der Witz ist jetzt, da können wir jetzt gar nicht so ganz selbstbezüglich sein. Ich hoffe, wo ist denn die Box? Wo ist denn die Box gerade? Da. Hat sich okay. Schon jemand geärgert? Ich hoffe, da ist bald viel drin. Viele Kommentare. Ja. Wir finden raus, ob da auch so. Was passiert, wenn da jetzt Fragen drin sind? Schon nicht auszudenken. Versagensangst in allen Lebenslagen macht das alles nicht einfacher. Ja, das stimmt. Das kann ich bestätigen. Ich bin schließlich auch hier. Stell dir vor, Versagensangst würde das Leben einfacher machen. Okay, scheiße. Richtig ätzend sind Kickergegner, die nur aus Arroganz bestehen und besser sind. Richtig unangenehm ist aber auch, wenn jemand nur aus Arroganz besteht, schlechter ist, aber du darfst es ihn nicht fühlen lassen. Ja. Arrogante Menschen. Lava Mili Pili e Icke. Ah. Oh, Icke. Oh, Icke. Sicherlich. Sinapona. Ich finde das auch schlimm. Ich weiß, ich bin nicht die Einzige, die es nervt, wenn ich meinen Freund nach seiner Meinung zu einem technischen Problem frage, ist sogar nach einer Meinung gefragt, also man könnte eine Meinung bringen, und er mir sofort die Tastatur aus der Hand nimmt und selber rumprobiert. Ah, Haare! Ah. Ja, das ist nervig. Und wir hatten einen Stempel, dass dieser Ärger ist Hexen-approved. Ja. Ja. Ah! Ja. Ich finde es unfair, dass Mädchen und Frauen weniger als Jungen und Männer zu Selbstbewusstsein und Eigenständigkeit erzogen und sozialisiert werden. Ja, finde ich auch. Ja, voll ärgerlich. Ja, mehr Ärger. Ah! Es verletzt mich, wenn ich zu einer Party eingeladen werde, aber niemand da ist. Da! Da! Außerdem Glückwunsch zum 30. Jubiläum. Entschuldigung.
Ah. Alle Fußwege auf diesem Messegelände enden im Dreck. Der einzige Weg ohne... ohne Gebüsch oder Unterbrechungen nein, nein. ist die Straße. Das ist nicht barrierefrei. Auch dieser Enger ist approved. Es... Ja. Da! Mist! Da! Die Rollerfahrerinnen nicht auf, die RollerfahrerInnen nicht darauf achten, wo sie langfahren. Ja, das ist doof. Oh, da ist viel Ärger im Publikum. Oh. Ich fange jetzt einmal zusammen. So. Ah! 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 Oh. Nach dieser Session werde ich nie wieder in irgendwelche Teams gewählt, wenn irgendwie Sport gemacht wird. Die Mülltrennung ist wichtig, Mann. Das ist ein sehr ernster Ärger. Ich finde es doof, dass ich gekündigt wurde, weil ich im ersten Ausbildungsjahr noch nicht alleine und selbstständig ohne Fragen stellen zu können einen Mail-Server aufsetzen konnte. Ausbildungen sollten Lernen ermöglichen. Mhm. Das ist richtig mies. Also, ja. Was soll das? Unverschämtheit. Es verärgert und besorgt mich, wie man an der Umweltsau-Debatte sieht, wie stark und verbreitet der Rassismus und Faschismus in Deutschland ist. Ich finde, das sieht man jetzt nicht nur an der Umweltsau-Debatte, die ich, also keine Ahnung, die habe ich nicht verfolgt. Das ist einfach eine Sache, um die müssen wir uns auch demnächst mal kümmern. So, ha, scheiße. Es macht mich wütend, dass ich mich oft so klein mache und mir selbst im Weg stehe. Und nicht schaffe, mich zu ermächtigen, ich bin müde. Oh. Oh. Das ist echt mies. Es verletzt mich, wenn ein Roller gegen mich fährt. Es nervt, dass vieles, das rollt, nicht auf seine Umgebung achtet und mich mehrmals fast umgefahren hätte oder ich zur Seite ausweichen musste. Bitte denkt an die weisen Worte Opa Parkers. With great... Acceleration comes great responsibility. Da ist sehr viel Ärger da drin, sehr viel Ärger da draußen. Ich war viel mit dem Roller unterwegs. Es ist nicht in Ordnung, wenn ein Cis-Hetmann zu einem queeren Kontext in einem queeren Kontext sagt, ihr seid auch immer kompliziert. Einfach absolut unnötige Aggression und Provokation. In der Tat. Ja, dieses, ihr seid so kompliziert, das ist so eine Sache, die den Frauen immer so ein bisschen das Gefühl gibt, wir sind die Abweichung. Da gab es ja diese Geschichte, dass Medizin für Frauen ausschließliches Problem an Männern getestet wurde. Und dass die Frau immer so ein bisschen die schwierige Abweichung ist. Dass viele Frauen sich selbst im CCC, im Hexenkontext, sich selbst beschreiben als Minderheit. Im CCC-Kontext mag das stimmen, dass wir Frauen eine Minderheit sind, aber in dem Moment, in dem wir uns draußen auch als Minderheit verstehen, ist es nicht nur super ungünstig, sondern es ist auch falsch, weil wir sind so ein bisschen mehr als 50%. Das heißt also, aber dieses sich immer als die Abweichung zu sehen, das macht auch was mit uns. Und das führt dazu, dass wir uns viel öfter entschuldigen wollen. So, ja, Entschuldigung, ich weiß, ich bin komisch, weil ich bin eine Frau. So. Es ist so selten, dass Männer sich für was typisch Männliches auf die Art das Gefühl haben, sich entschuldigen zu müssen oder irgendwie verschwinden zu müssen. Und deshalb sind so sichere Orte wie zum Beispiel die Hexen total wichtig, dass es eben nicht so ist, dass wir uns immer als die anderen fühlen, sondern dass wir eine Stelle haben, wo Frauen und Personen, die sich unter dem Label Frau wiederfinden, das ist die Definition für die Hexen, dass die Leute und auch andere marginalisierte Gruppen einfach eine Gruppe haben, wo sie normal sein können, wo sie der Normalfall sein dürfen. Ja.
Deshalb brauchen wir die Hexen und wir brauchen auch andere Gruppen, die einfach dafür sorgen, dass wir als Community auch Leute einladen können, die nicht so leicht klarkommen. Okay, ich bin abgeschwiffen. Mehr bin Ärger. Ich dran? Ich bin mehr dran, Ärger. Nee, weiß ich nicht mehr. Habe ich vergessen. Ärgert mich, dass ich das vergessen habe. Es verletzt mich, wenn andere Menschen meine starke Wut nicht verstehen. Arg! Ja, das ist so eine Sache. Wenn Männer wütend sind, dann ist es wegen der Sache. Wenn Frauen wütend sind, dann fühlen sie sich erstmal schlecht, weil sie irgendeine Emotion zeigen. Und Frauen sind ja so emotional. Und dann wird es als irgendeine emotionale Sache gesehen oder nicht. Und nicht als eine Sache, die irgendwo begründet ist. Die daher kommt, dass irgendwas auf uns gebracht wird. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir ganz sinnvoll machen können. Dass wir immer wieder sagen, ich bin nicht emotional, weil ich emotional bin, sondern ich bin gerade aufgebracht, weil das falsch ist. I know I'm not the only one who's annoyed when people talk about climate change, but actually don't do anything about it. Ja. Da. Ja, das ist auch so eine Sache, die wir mal... Das sollten wir ja. Alle. Ja. Es hat mich verletzt, als der Typ während des 36C3-Aufbaus sich darüber lustig gemacht hat, dass wir einen Wagen zu dritt geschoben haben. Als ich ihn darauf angesprochen habe, hat er noch einen doofen Spruch hinterhergeschoben. Muss das sein? Da! I really hate not being able to sleep. I went to bed at 4:30 a.m. I was tired. I didn't have too much matter during the day. So why the hell did I get exactly 0 hours of sleep? This happens every year at Congress. There's always one night where I just can't get to sleep. What the fuck? Wie hast du geschlafen heute? Ich habe gut geschlafen, aber du... Stimmt, du bist der Stein. Ich bin der Stein. Du hast in der ersten Nacht nicht so gut geschlafen. Ich finde es so immer so ärgerlich, wenn man... Also man reißt sich vom Kongress los, ist dann irgendwie eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde später eine Zeit, die man im Kongress hätte verbringen können, ist man zu Hause, putzt sich, geht schlafen und liegt dann irgendwie so 2 Stunden, bis man eingeschlafen ist und denkt sich, ich könnte jetzt... Ich könnte schon geschlafen haben. Ich könnte schon geschlafen haben, desto früher wieder hier sein, desto ausgeschlafener wieder hier sein. Oder ich könnte die Zeit, die ich jetzt hier... untätig im Bett mich ärgere, hier auf dem Kongress sein. So, People use polyamory, people und dann drunter, Klammer auf, cis-men, Klammer zu, mit dem Pfeil nach people, use polyamory as an excuse to get laid more and to get laid more and not deal with the consequences. Ja, aber, also, ja. Ich glaube, das machen nicht nur Polyamore so. Kfz aller Art mehr Platz als Menschen bekommen. Ja, das stimmt. Das ja. Voll. Ja. Da. Da. Weil ja, dann regen sie sich alle. Ach, ich ärgere mich dann, dass ich keine Zettel mehr habe. Da regen sich alle auf über die E-Roller, die zwar auch irgendwie doof sind, aber die halt so viel Platz verbrauchen. Und dann guckt man auf die Straße, wo halt wirklich 3 auf 5 Meter pro Auto irgendwie blockiert sind. Und dann sagen also, oh, die Roller, die brauchen so viel Platz. Ich bin wütend, immer wieder, oh Gott, das ist unser Endgegner, den haben wir vorhin schon. Arrogant kommt heute häufiger, oder? Mm. Anmaßend hatten wir noch nicht, oder? Nee. Okay. Ich bin wütend, immer wieder arroganten, anmaßenden Privilegienmenschen, Klammer auf, Männer, begegnen zu müssen. Und Bellernerven auch. Da! Es tut mir voll leid für die Männer hier im Publikum. Das ist halt gerade so ein bisschen Agrofeminismus. So wie sich die Menschen geärgert haben, lesen wir es vor. Ja, aber die ärgerliche Wahrheit. Haben es halt jetzt nicht irgendwie
im Himmel oder so aufgestellt, wo durchmischte Leute kommen, sondern halt schon in der Hexenassembly. Ja. Also, ja. Es nervt, wenn meine Depressionen als Frauen sind einfach emotionaler abgetan werden. Depressionen sind keine Verstimmungen. Da! Da! It's not fucking fair that we all have to suffer because of the rich and powerful. Da! Es kotzt mich an, dass dieses Arschloch immer noch glaubt, was er sich zusammengesponnen hat. Was er sich zusammengesponnen hat. Wie kann eine Person alleine so ignorant sein? Trottel. Mein Chef macht blöde Witze und das nervt eigentlich nur. Dazu, also Twitter ist ja ein Ort der perfekten Ärger, auch des Austausches von Ärger. Das Problem ist, bei Twitter wird er nicht garantiert verärgert, wie wir das machen. Und die Dinger sind auch so ein bisschen wie Tweets, dass ihr da schnell, also verwendet bitte Twitter nicht nur für Ärger. Aber es gibt einen klugen Twitter-Account, nämlich die Präraphaelitischen Girls. Und die haben was sehr Kluges getwittert, nämlich Frauen sollen nicht lernen, mit Diskriminierung und blöden Sprüchen, mit Sexismus charmant umgehen zu können. Frauen müssen das verlernen. In dem Moment, in dem ihr euch einfach der Mund offen bleibt, dass wenn irgendein Kerl einen sexistischen Spruch macht und es gar nicht selber merkt und glaubt, er wär lustig, in dem Moment, in dem ihr nicht mehr lacht, kriegt das vielleicht mit. Vielleicht. Es verletzt mich, wenn ich als Softwareentwickler Azubine nicht ernst genommen werde und Nummerngirl spielen soll. Ich weiß nicht, was das ist, aber es hört sich fies an. Ja, Nummerngirl ist, glaube ich, in den alten Game-Shows die Frau, die dann einfach nur Assistentenzeugs macht. Hm. So. Ich finde es erschreckend, dass so viel Arbeit von Frauen nicht anerkannt wird und Männer so viel Zeit haben, sich zu Unrecht in Erfolg zu rühmen. Da! 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 People think gender equality is a solved problem. Und? Zusatzärger? Someone tells me I don't look like a programmer. Hab ich noch nie gehört. Code like a girl. Mm. Ada Lovelace. Weißt du, worüber ich mich jetzt ärgere? Dass du so schlecht gezielt hast? Also eigentlich wollte ich jetzt sagen, oh, ich ärgere mich, dass ich keine Zettel mehr habe. Aber die Pointe habe ich schon verraten. Jetzt ärgere ich mich drüber, dass ich die Pointe verraten habe. Zettel her. Es verletzt mich, wenn mich Typen auf dem 36C3 unqualifiziert anblaffen. Okay? Ja. Also anblaffen ist sowieso grundsätzlich irgendwie doof. Unqualifiziert ist es noch schlechter. Ja. Ja. Unqualifiziert ist alles schlechter. Es ärgert und frustriert mich, wenn sich jemand erst massiv in ein Projekt einklickt und es dann im Stich lässt. Oh, ich glaube, das kennt jeder. Das ist ärgerlich. Ich finde es unfair, wenn Leute finden, dass ich nicht empowered genug bin. Eure misogyne Scheiße wirkt auch nach innen, Freunde. So, oh. Ja, das ist immer... Also dieses Frauen zu erklären, wie sie Feminismus auch richtig machen sollen, das ist irgendwie auch schon so... Mansplaining? Viel Szeneapplaus hier. Ich weiß nicht, wie würdest du das aussprechen? Tauschen wir? Oh Gott. Boah, das ist ein Buchstabe, den ich nicht kenne. Es ist vielleicht ein U, aber es entwickelt sich zu einem W. Und am Ende ist es ein W. Also ich würde jetzt sagen, Ruhe.
All right. Da! Ich hasse das Gefühl, von allen Seiten von Typen als geile Attraktion begafft zu werden, wenn ich als Frau eine Frau küsse. Da. Ja, da! Das ist wieder mal so, die Sexualität der Frau existiert natürlich nur für den Mann. Aber so! Ich finde es scheiße, dass Leute mit ihrem krass lauten Bass die ganze Halle bespaßen und mir damit den Kongress und nicht zu denken die Workshops versauen. Ups. Da. Wir tauschen. Ja gut, das verstehe ich eh nicht. Ich weiß, ich bin nicht die Einzige, die es nervt, wenn man versucht, Time-Series-Daten unterschiedlicher Größe in PyTorch zu verarbeiten. Okay, ja, scheiße. Mipilinike mutte tanni poki pi lipuni li pakala. Genau. Ike Taso, Ike Lili. Okay, wir sind durch. Wir haben jetzt keinen Ärger mehr. Es sei denn, es taucht was Buntes auf. Ich glaube, noch nicht jeder hat so ein bisschen unendlich viel Ärger. Wo sind die Luftballons? Ich bin unzufrieden. Ich ärgere mich. Oh. Okay, wie viel Zeit habt ihr heute noch? Habt ihr noch was vor? Wir machen ein paar zufällige. Kommen wir. Wir müssen sowieso auf. Da sind doch die Lehren drunter. Ja, das ist doch super. Für dich. Ich finde es unfair, wenn ärgerlich, dass so wenig Menschen zu ihrer Wut stehen. Wut statt Trauer. Ja, da. Ich ärgere mich, dass ich noch keine Hexe bin. Das können wir ändern. Ja, genau. Hexe werden kann man in der Hexenassembly. Wenn man da morgen noch bis wahrscheinlich so 15 Uhr einfach mit den Hexen ins Gespräch kommt. Ich würde sagen, wir hören mal, gibt es Ärger aus dem Internet? Ich glaube schon, aber können wir uns das nicht zugeben. Wir lesen das Internet. Ich glaube, das Internet hat keinen Ärger. Wir machen einfach so weiter. Ich bin wütend, weil ein Mitglied meines Hackspaces gesagt hat, hör nicht auf sie, das ist Frauengerede. Das hat mich wütend gemacht. What the fuck? Hallo? So. Was da los? So, schau mal. Keine Niete. Es ist ärgerlich, dass ich nicht den größten Schwanz habe. Oh, das ist aber schade. Also... Ich bin da auch oft sehr, sehr betrübt, dass ich nicht den größten Schwanz habe, also metaphorisch und ja. Also, story of my life. Ich finde es unfair, wenn Inspirationsvorschläge gegendert werden. Männer brauchen auch Inspiration. Ja. Oh, haben wir, stimmt, wir haben hier irgendwo Inspiration drauf, oder? Gender Inequality. Ach so, wegen den Sternchen. Die Sternchen, es gibt Kleingedrucktes. Jeder darf sich ärgern, mindestens einmal. It hurts me every time when die Waffeln aus sind. Und also, wir hätten gerne eigentlich eine Dokumentenkamera, weil es gibt ein paar echt niedliche Zeichnungen. Da, scheiß Waffeln aus. Dass Postaustragen so schwer ist. I love it anyway. Das ist doch schön. Nee, Postaustragen ist großartig, wenn es schwer ist, weil, also ihr macht es ja nicht, um irgendwie eine Dienstleistung zu bringen, sondern um mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Es nervt mich, wenn Leute nicht in die Mitte der Sitzreihe rutschen, wenn es voll ist. Ah, ist nicht voll. Oh, das ist ein Platz. Ah! Wenn mein Pupsen ein wenig Scheiße mitkommt. Ihr seid im Durchschnitt schon ein bisschen weniger niveauvoll als die Leute, die in der Hexenassembly waren. Ist euch das klar?
Ich ärgere mich, weil ich so viele Talks verpasse. Alles ist gleichzeitig. Ja. Das ist ein Space-Time-Problem. Ja, das hattest du ja vorhin auch schon auf Tokipona. Hatte ich das? Das wusste ich nicht. Ich hasse Kommunikationsprobleme. Befriedigt schiebt, das ist ein Zitat, ein Adorno-Zitat. Befriedigt schiebt sich begriffliche Ordnung vor das, was Denken erkennen will. Ja, Kommunikationsprobleme halt. Also hier, kommunizieren noch. Ich glaube, wir sind bald durch. Wir haben nicht mehr viel Zeit für Ärger. Es nervt so hart, dass der OSM-Drucker am Arsch ist. Ja, da! Da! Ich ärgere mich, wenn Wasser mit Discounter-Teebeutel im Mini-Einwegbecher für 3 € verkauft werden. Das ist wirklich mies. Mich ärgert die laute Teststrecke während des Talks auf Chaos West. Oh! Ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin, die es nervt, wenn sie hier weg muss, weil sie zum nächsten Talk geht. Oh nee, tschüss. Oh, oh. Aber das ist total süß. Oh, ja. Also, jetzt freue ich mich voll. Nein, nein, ist ärgerlich. Scheiße. Damn, ich ärgere mich, dass mein Crepe 5 € gekostet hat. So. Und Waffeln sind aus. Es ärgert mich, dass ich meinen Ex mit neuem Partner hier sehe. Oh, das ist immer mies, sowas. Hm. Gibt es Ärger aus dem Internet? Im Internet ist kein Ärger. Alles ruhig. Alles ruhig, alles ruhig. Mehr unbelehrbare impfgegnerische Ja, ich ärgere mich über schwierige Schreibbedingungen. Es tut mir leid. Meine unbelehrbare impfgegnerische Schwester treibt mich in den Wahnsinn. So. Oh. Hm? Du möchtest was? Möchtest? Ach so, nee, du kriegst ein Formular, Verzeihung. Okay. Ich finde es unfair, wenn ich in einem offiziell gendergerechten Betrieb arbeite, in dem die Männer die gut bezahlten, achtsamen Jobs bekommen. Achtsam, also in Anführungszeichen. Ja. Ja. Das ist echt mies. Es verletzt mich, wenn Sachen nur auf Deutsch stattfinden und damit Leute ausgeschlossen werden. Scheiße. Ja, das ist jetzt so ein Meta-Ärger. Der, ja. Also ich ärgere mich auch so ein bisschen, dass mein Englisch nicht besser ist. Wie ist bei dir? Dein Englisch ist richtig gut. Ja, wir upgraden das noch. Irgendwann. Ja, immerhin hatten wir ein paar Tokipona-Teile. Ja, kein Ärger im Internet. Es gibt keinen Ärger im Internet. Vielleicht ist das Internet auch beschäftigt. Dann sind wir mit dem Ärger durch. Ausgeärgert. Das Mikrofon. Da gibt es noch. Okay. Oh. Okay, das ist der finale Ärger. Der ist jetzt leider nicht ganz anonymisiert. Das ist ein bisschen schlecht. Können wir das irgendwie anonymisieren? Wir tauschen noch ein paar Mal. Wir tauschen noch ein paar Mal. Ja. Es ärgert mich, dass ich die einzige Frau bin, die regelmäßig in unseren Hackspace geht. So, das ist so ärgerlich, wenn man umzieht und damit die Frauenquote im geliebten Hackspace um 100% senkt. Es ärgert mich, dass Wege auf dem Gelände oft im Matsch enden. Das hatten wir ja. Das so, kann besser werden. Da ist noch Luft. Ja. Jetzt müssen wir eigentlich noch irgendwie ein super versöhnliches Ende finden. Kriegen wir das hin? Weiß nicht. nee, eigentlich einfach handelt auf euren Ärger. Gesteht euch euren Ärger ein. Vielen Dank. Ich
weiß ja nicht, ob ich mich als Mann überhaupt noch auf die Bühne trauen darf. Ach, Pico. Ja, in meiner Jugend gab es den Dr. Doolittle auch als Buch. Und da gibt es eine wunderschöne Geschichte. Das Schwein Göpp-Göpp erfindet das Ärgerrohr. Du weißt, bei Tisch soll man ja nicht fluchen und nicht Scheiße sagen und sich nicht ärgern, aber manchmal muss man. Und da gibt es ein Rohr, das ist so neben dem Tisch an der Wand, das führt einfach hinaus. Und wenn du so wirklich voll bist, dann gehst du hin, dann kotzt du das hinaus, ja, der Tisch ist, und dann ist wieder gut. Das finde ich sehr schön, sollte man doch irgendwann einführen, so, how to get rid of emotional overflow buffer. Okay, ja, nachdem sonst ihr euch alle schon eingebracht habt, würde ich jetzt sagen, wir möchten noch mal einen ganz großen Applaus für Pico und Ina, bitte jetzt hier to the front. Frauen nach vorne!